Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine 5 absoluten Lieblingspuder, die ich jedem empfehlen kann. Wenn ihr sehen wollt, welche das sind, bleibt dran! Meine 5 Lieblingspuder sind wirklich Puder. Wenn du mich fragst, welches Puder soll ich mir kaufen, ist irgendeins davon auf jeden Fall dabei. Und es ist so ein bisschen gemischt, es sind verschiedenartige Puder, aber ich gehe kurz darauf ein. Und zwar fange ich mal an, also es ist so, meine Haut ist relativ trocken, das heißt, ich versuche sparsam mit Pudern umzugehen und nehme nicht so heftige Puder, sagen wir mal. Ja? Also ich brauche zum Beispiel kein mattierendes Puder oder sowas, ja? Sondern ja, es sind hauptsächlich Finishing Powder, die mein Herz beglücken. Wenn ich aber mein Gesicht wirklich setten will, ja, also wirklich Make-up fixieren will, ist das meine erste Wahl, und zwar das Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Das benutze ich in letzter Zeit relativ häufig, um meine Kontur hier so ein bisschen zu schärfen, weil ich habe ja hier so eine, ja, so eine blöde natürliche Kontur, die hier so ein Stück runter geht, und manchmal sieht es geil aus, wenn man hier die Kante so ein bisschen schärft. Es ist halt ein ganz normales, loses Puder. Ich finde es aber sehr schön. Es ist sehr fein gemahlen. Es hat ein bisschen Glow, aber wirklich minimal, finde ich. Und wenn ich halt wirklich mein Gesicht ja richtig so fixieren will, das Make-up fixieren will, ist das meine Nummer 1. Ich zeige euch eben ein 6. Puder. Ich habe das noch nicht so lange und kann es deshalb, ja, ich will es aber mit reinnehmen, weil es mich irgendwie überrascht oder begeistert hat, ist der Tarte Smooth Operator. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, dass ich, als ich das erste Mal getragen habe, fand ich mich fürchterlich matt. Mir ist es überhaupt nicht gefallen. Aber es, ich war halt matt, aber mein Make-up hat den ganzen Tag so unglaublich gehalten. Ich sah perfekt aus nach, keine Ahnung, 8 Stunden Make-up tragen. Und ja, das schiebe ich auf dieses Puder. Es ist so unglaublich fein, ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist das feinste Puder, was ich wirklich je gesehen habe, muss ich euch sagen. Es ist spektakulär. Was mich stört, warum ich noch nicht so 100% weiß, ob ich es liebe, es ist halt wirklich weiß. Und ich habe das Gefühl, dass es mich ein bisschen blass macht. Man muss mit diesem Puder super, super sparsam umgehen. Ich benutze das zum Beispiel hier so in dem Bereich, ja, und so ein bisschen auf der Stirn, so ein Hauch, und es settet euer Make-up halt so mega geil. Das ist wirklich spektakulär, was das Setten angeht, und es zeichnet weich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ihr seid danach so geairbrushed, so alles perfekt. Es ist halt so ein bisschen weiß. Und ich kann es auch noch nicht so als endgültigen, hundertprozentigen Favoriten bezeichnen. Aber ich wollte es unbedingt mal erwähnt haben, weil es wirklich ein sehr spannendes Puder ist. Diese Puder, die ich euch zeige, sind halt wirklich die Puder, die benutze ich tatsächlich ständig im Alltag. Ja? Also meine absoluten Favoriten. Kommen wir zu einem Puder, was ich seit ewigen Zeiten wirklich total abfeiere. Und ihr könnt sehen, es hat auch ein Fännchen. Ihr könnt sehen, es hat auch ein Hit the Pan. Und zwar ist es das MAC Next to Nothing. Das habe ich auch im letzten und im vorletzten Jahr, glaube ich, schon ständig in die Kamera gehalten. Es ist ein ganz, ganz leichtes Puder, was eine ganz leichte Deckkraft hat. Also es ist halt eingefärbt. Es ist schon so ein bisschen, dass es ein bisschen Deckkraft hat. Es zeichnet weich, es fixiert das Make-up. Es schenkt so ein bisschen Glow, ich sag mal so natürliche Beweglichkeit im Gesicht. Glow wirklich würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach ein spitzenmäßiges Puder, so alles in allem Puder, ja. Ich weiß, alle flippen ja so auf das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder aus. Ich hatte das ja auch eine Zeit lang, hatte das auch gerne gemocht, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich finde das recht ähnlich, ja, und ich finde das hier auch irgendwie besser. Und wenn ich mal eins benutze in diese Richtung, was so häufig nicht vorkommt, dann ist es das Next to Nothing von MAC. Ich finde das
Einfach super, wirklich super. Kommen wir zur Kategorie, die ich wirklich tatsächlich am meisten benutze, nämlich es ist eine Mischung zwischen Finishing und Setting Powder und ganz klar, wer darf da nicht fehlen, Hourglass natürlich. Dieses Puder, das ist das Ethereal Light, benutze ich super häufig. Es fixiert mein Make-up super, also ich brauche nicht noch ein anderes fixierendes Puder oder so. Es fixiert mein Make-up, es schenkt Glow, es zeichnet etwas weich, es ist einfach ein ganz tolles Puder und wer Interesse an Hourglass-Pudern hat und sich immer noch nicht getraut hat, der sollte es einfach tun. Ich habe auch ein Video zu den Hourglass-Pudern gemacht, das verlinke ich euch gerne, da könnt ihr mal gucken, was auch mit den Farben vielleicht, entschuldigt, was auch mit den Farben vielleicht für euch interessant ist, weil das ist ja ein bisschen, ja, nicht so einfach, sage ich mal. Die letzten zwei Puder kennt auch jeder von euch, denke ich, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt. Und zwar eine absolute, die Überraschung des Jahres für mich, das Art Deco No Color Setting Powder. Es ist einfach spektakulär. Es hat so eine Oberfläche. Guck doch mal meinen Finger an, ja? Das ist ohne, das ist mit. Eure Haut wird dadurch wie Glas. Also, es ist für mich ein unfassbar tolles Puder, wirklich. Es schenkt so einen komischen Glasglow, ja, was auch immer. Es settet euer Make-up. Es ist eine absolute Wunderwaffe und ja, im Moment könnte ich nicht mal sagen, ob das meine Nummer 1 ist oder das, was als nächstes kommt. Ihr wisst genau, was als nächstes kommt, ja. Aber ich liebe dieses Puder. Zum Beispiel hatte ich das ganz oft, als ich die Rodale Foundation benutzt habe, die ersten Male und mit diesem Puder in Kombination, das ist unnormal. Ey, eure Haut sieht perfekt aus. Perfekt, wirklich perfekt. Aber tatsächlich ist, glaube ich, auf Nummer 1 mein allerliebstes Puder und ich wirklich, ich kann ohne dieses Puder nicht leben. Natürlich, Laura Mercier Candle Glow, ich habe die Farbe 1. Es ist wirklich sehr glowy, ihr könnt es sehen. Es zeichnet unheimlich weich. Ich finde, das ist das weichzeichnendste Puder, was ich habe. Und es ist natürlich sehr glowy, das ist halt immer die Frage, will man das? Aber die Kombination von Glow und Weichzeichner-Effekt ist bei diesem Puder unschlagbar. Ich liebe es. Es ist ein Traum. Es ist das schönste Puder der Welt. Und es gibt viele, die fragen mich, Jenny, Laura Mercier, Candle Glow oder Hourglass. Die Frage ist schwierig zu beantworten. Ich würde keins von beiden hergeben. Müsste ich mich aber wirklich entscheiden für eins von beiden, würde ich mit Laura gehen. Ja, ich würde mit Laura gehen. Definitiv. Schweren Herzens, wohlgemerkt. Aber diese drei Puder, ich meine, alle Puder, die ich euch gezeigt habe, sind geil. Aber das ist wirklich oberste Klasse, oberste Kategorie. Haut mal raus, sagt mir mal, was sind eure liebsten Puder. Dabei ist völlig egal, welche Art von Puder das jetzt genau ist. Wenn ihr nochmal irgendwie, ich bin ja wirklich ein Puderfetischist, wenn ihr nochmal irgendwie ein besonderes Video über Puder haben wollt, über die verschiedenen Arten oder was auch immer, sagt mir ruhig Bescheid, das mache ich gerne für euch. Ansonsten ist das das Ende des Videos und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!